Ihre orientalisch angehauchten Entkleidungstänze machten sie zur Ikone der Jahrhundertwende. Emanzipiert bis zum schwarzen Strumpfband wickelte sie Politiker um den kleinen Finger und einflussreiche Militärs fraßen ihr aus der manikürten Hand. Margarita Gertruida Celle, die Spionin Martha Hari. Ich bin Nila, herzlich willkommen zu 20th Century Women. Heute stelle ich euch eine ganz außergewöhnliche Frau vor, die bis heute ein Synonym für Verführung ist. Die berühmte Spionin Martha Hari. Eine märchenhafte Gestalt aus Tausend und einer Nacht, ein skandalumwitterter Stern am Himmel der Jahrhundertwende. Sie brach alle gesellschaftlichen Tabus, erhob ihr Erscheinungsbild zur Marke und domptierte ihr Publikum zu rasenden Beifallsstürmen, bis ihr alle zu Füßen lagen. Männer hauptsächlich. Mit denen kannte sie sich nämlich aus. Margarita Gertruida Celle wird 1876 in Leeuwarden in den Niederlanden in eine wohlhabende Familie geboren. Für die Schule hat sie nicht besonders viel übrig. Ist vermutlich verzogen, findet man unter anderem als Randbemerkung in ihren Schulakten. Sie hat aber auch ein pädagogisch fragwürdiges Vorbild. Ihr Vater Adam Celle ist ein stadtbekannter Aufschneider und Verschwender. Sein Hutgeschäft floriert und Herr Celle lässt es ordentlich krachen. Zu Margaritas 6. Geburtstag setzt er sie in eine von 6 Ziegen gezogene Märchenkutsche. Der große Auftritt wird ihr also früh in die Wiege gelegt. Jetzt geht's aber erstmal schwierig weiter für die kleine Margarita. Vater Celle verspekuliert sich, wie so viele zu dieser Zeit an der Börse, und verarmt. Dann folgt der nächste Schicksalsschlag. Margaritas Mutter, Antje, stirbt. Margarita ist mit 15 Jahren mutterlos. Ihr Vater nimmt nur ihre Zwillingsgeschwister mit in sein neues Leben. Margarita und ihren 2 Jahre jüngeren Bruder schickt er zum Patenonkel. Der steckt sie gegen ihren Willen in ein Mädchenpensionat, um sie zur Erzieherin ausbilden zu lassen. Mit 17 wirft man ihr ein Verhältnis mit dem 3-mal so alten Schuldirektor vor. Sie muss die Schule verlassen und zieht zu einem anderen Onkel. Diesmal nach Den Haag. Wir schreiben das Jahr 1895 und sie verabredet sich mit dem 20 Jahre älteren Kolonialoffizier John MacLeod, der aus einer alten schottischen Familie stammt. Und den haut sie gleich so von den Socken, dass er sie ein paar Tage später heiratet. Die beiden ziehen zu Johns Schwester nach Amsterdam. 2 Jahre später bekommt Margarita ihr erstes Kind, Norman John. Den Kolonialoffizier zieht es später nach Indonesien. Margarita zieht mit und bekommt bald ihr 2. Kind, ein kleines Mädchen. Ihre Ehe beginnt zu bröckeln. Dann stirbt ihr 3-jähriger Sohn an einem Giftanschlag, den die Tochter überlebt. Greta löst die Ehe und überlässt die kleinen Nonnen dem scheidenden Ehemann. Sie steht auf der Straße, allein und mittellos. Dann zieht sie nach Paris und vermarktet, was sie hat. Ihre Optik. Kunstmaler suchen immer wieder Modelle und das reicht ihr für das Nötigste. Aber Greta ist kein Mensch, der sich mit dem Nötigsten zufrieden gibt. 1905 bei einer Tanzvorführung in einem der Salons der Pariser Gesellschaft wird der Industrielle Emile Guimet auf Lady MacLeod aufmerksam. Er lädt sie schließlich ein, in seinem Museum vor Publikum zu tanzen. Dazu soll sie sich einen Künstlernamen zulegen. Und so wird aus Margarita Gertruida Celle Martha Hari. Was so viel heißt wie Auge des Tages. Fantasiebegabt wie sie ist, legt sie sich jetzt noch eine passende Biografie zu. Höret und staunet. Ich wurde geboren in der heiligen Stadt Jaffnapattam. Mein Vater war ein hoch angesehener Brahmane, meine Mutter eine Tempeltänzerin, die mit 14 Jahren bei meiner Entbindung starb. Aufgewachsen bin ich in der Obhut von Tempelpriestern. Sie weihten mich Shiva und ich wurde in die heiligen Mysterien der Liebe und der göttlichen Verehrung eingeführt. Das und vieles mehr gibt sie der staunenden Gesellschaft kund, während sie sich lassiv und gekonnt ihrer orientalischen Kleidungsstücke entledigt. Schlank und groß mit der Grazie eines wilden Tieres. Extrem feminin, tragisch, majestätisch, katzenhaft. So titeln die Zeitungen der Metropolen, in denen 1905 alles exotisch Fremde hoch im Kurs steht. Da passt die geheimnisvolle Prinzessin mit ihren magischen Augen und schwarzen Haaren perfekt ins Bild. Martha Hari wird zum gefeierten Star der Pariser Salons. Sie wird die erste internationale, erfolgreiche Entkleidungskünstlerin. Heute würden wir wohl Stripperin sagen. Paris, Wien, Berlin, Madrid, überall spricht man über die verführerische Fremde mit dem faszinierenden Hüftschwung. Aber wen wundert's? Martha Haris Lebenswandel ist nicht unumstritten. Mit so viel Selbstbewusstsein hat sich nie zuvor eine Frau entblößt. Unvorstellbar. Inzwischen ist sie in Paris zur Trendsetterin geworden. Ihr Stil wird von den Schönen der Metropole erfolgreich kopiert und die junge Konkurrenz beginnt, ihr Geschäft zu sabotieren. Es wird schwieriger für sie und als sie ein paar Jahre später auf die 40 zugeht, sieht es mit den Aufträgen ziemlich mau aus. Ein Leben lang hatte sie es eher auf die älteren Herren der betuchten Gesellschaft abgesehen.
Aber 1916 verliebt sie sich Hals über Kopf in einen 21-jährigen russischen Kapitän, der verwundet aus dem Krieg zurückkehrt. Sie nimmt einen verlockenden, aber fatalen Auftrag an und wird Spionin für Frankreich. Tatsächlich macht sie sich zu diesem Zweck an einen deutschen Attaché heran, um Informationen aus ihm herauszuholen. Doch irritierenderweise erwähnt der sie in einigen Kommuniqués als deutsche Spionin. Als diese Papiere den Franzosen in die Hände fallen, fliegt Mata Hari als mutmaßliche Doppelagentin auf. Wurde sie hereingelegt oder hat sie sich bewusst auf dieses gefährliche Spiel eingelassen? Bis heute umgibt diese Geschichte ein nicht gelüftetes Geheimnis. Am 15. Oktober 1917 wird Mata Hari wegen Hochverrat verurteilt. Als man sie zu ihrer Hinrichtungsstelle führt, dreht sie sich um, wirft den Soldaten einen Kuss zu und geht hoch erhobenen Hauptes in den Tod. Stolz und selbstbewusst bis zum letzten Atemzug. Mata Hari ist zu einer Legende geworden. Unzählige Filme und ganze Stapel von Büchern befassen sich mit ihrem faszinierenden Leben. Also, was sagt ihr? Wie beurteilt ihr diese Frau? War sie verrückt, berechnend und geldgierig oder einfach emanzipiert, selbstbewusst und ihrer Zeit voraus? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Und über den Wolken mit Emilia Erhardt, hier geht's zur ersten Folge der 20th Century Women. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Mata Hari soll übrigens einmal gesagt haben, ich habe immer für die Liebe und das Vergnügen gelebt. Und in diesem Sinne, viel Vergnügen und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal bei 20th Century Women.